Pixel hier weg. Ich kann hier gar nichts erkennen. Moin Freunde, willkommen zurück bei Nerd 7 Tech. Ich bin's Ronny und heute wird's pixelig. Es geht im Grunde eigentlich um das Pixel 8a. Ist jetzt ja mit einer Verspätung von gut 8-9 Monaten auf dem Markt für eine unverbindliche Preisempfehlung von 549 € rausgekommen. Das Pixel 7a, das liegt jetzt nicht hier, lag bei 509 € und ist mittlerweile für ungefähr 369 € zu bekommen. Was ich hiermit aufgereiht habe, ist das auch von uns in der Redaktion benutzte Pixel 8 und das von mir privat genutzte Pixel 8 Pro. Preislich lassen wir die jetzt erstmal außen vor, weil die unverbindlichen Preisempfehlungen habe ich mir nicht mehr gemerkt. Die sind allesamt im Preis gefallen. Eins kann ich euch aber sagen, dass das Pixel 8 mittlerweile auch so für um die 859 € zu bekommen ist. Also irgendwie nur 10 € teurer als das Pixel 8a. Und damit merkt ihr wahrscheinlich schon, wird die Entscheidung auch ein bisschen schwierig. Was nehme ich denn für ein Smartphone? Ich lasse das 8 Pro jetzt mal einfach bewusst außen vor. Und wenn man sich jetzt einfach die Display-Diagonalen beider Geräte anschaut, 6,1 Zoll zu 6,2 Zoll, merkt man, dass das Pixel 8a zum 8 ja nicht wirklich kleiner und auch nicht wirklich größer ist. Der Punkt daran ist einfach, dass Google irgendwie ihre Geräte sehr spät quasi veröffentlicht. Man hat die normale 8 Pro Serie oder die 9er Serie, die jetzt demnächst rauskommt in 2-3 Monaten, und das A-Modell, das im Kern abgespeckte, nennen wir es mal, wobei das eigentlich eher die Kamerasensoren betrifft und ansonsten von der Hardware relativ identisch ist, das kommt immer ein Dreivierteljahr später, also quasi bevor die neue Generation schon wieder im Start ist. Und dann bringt man halt quasi dann ein Design, das nicht so schön ist. Also die Kanten sind sehr stark abgerundet, was im Prinzip gar nicht so schlecht ist, sich aber wieder von dem normalen Pixel 8 abhebt. Da sieht es nämlich nicht ganz so extrem rund aus. Und was vor allen Dingen in diesem Zusammenhang auffällt, ist, dass die Display-Ränder hier einfach wesentlich breiter sind bei dem günstigen Modell. Da sah das 7a letztes Jahr irgendwie ein bisschen schicker aus. Letztendlich habt ihr hier aber trotzdem eine rechtwertige Verarbeitung, denn wir haben auch hier einen Metallrahmen. Das sieht man hier schön an diesem Trennstreifen. Da sitzen die Antennen hinter. Die Rückseite selber, die ist aber nur aus Kunststoff. Das Pixel 8 ist dann zum Beispiel aus Glas dann wieder gefertigt, wirkt ein bisschen wertiger. Das Kamerasetup ist identisch, aber nicht ganz so dick wie die anderen beiden Modelle. Also hier merkt man schon einen Unterschied in den Sensoren. Ansonsten liegt es aber sehr gut in der Hand, da es ja mit 6,1 Zoll doch eher zu den kleinen Telefonen gehört. Wenn ihr jetzt noch Verfechter oder Nutzer von 5,5 Zoll Telefonen seid, die es vor ewigen Jahren gibt, lasst euch davon nicht abschrecken. Die Abmessungen des Gerätes sind im Gesamten trotzdem kleiner, auch wenn die Diagonale angewachsen ist, weil die Ränder immer schmaler geworden sind. Früher hatten wir ja oben einen fetten Balken, unten ein kehnenden dickes, und das hat ja zuträglich noch zu dem Display das Gehäuse und alles drumherum größer gemacht. Also das heißt, hier haben wir eine Abmessung von 15,2 cm in der Höhe, eine Breite von 7,2 cm und eine Dicke von ungefähr 9 mm und ein Gewicht von 193,5 Gramm. 0,5 ist natürlich ganz wichtig, also unter 200 Gramm, also dementsprechend ist es auch relativ leicht. Liegt auch gut in der Hand, gerade für diejenigen, die halt eher kleine Finger haben oder kleine Hände haben, dann ist das auf jeden Fall eine schöne Abmessung. Das finde ich halt wirklich gut am Pixel 8a bzw. auch am normalen 8er, weil das ja nicht wirklich größer ist. Von der Verarbeitung her, finde ich, gibt es aber hier nichts zu meckern. Klar, wäre jetzt hier Glas von mir, ist auf der Rückseite auch interessanter, weil wir sind jetzt im über 500 € Bereich. Natürlich gibt es auch die Leute, die sagen, ja, Kunststoff ist mir aber lieber, weil geht nicht so schnell kaputt wie Glas. Habt ihr natürlich auch mit Recht. Letztendlich ist eine Hülle hinten drauf. Ja, auf der Rückseite gibt es natürlich auch ein Kamerasetup, in dem Fall ein 64-Megapixel-Sensor mit einer Blende von 1.89 und einen 13-Megapixel-Weitwinkel-Sensor mit einer Blende von 2.2 und 120 Grad Blickwinkel oder Blickweite oder wie man das auch nennen mag. Auf der Vorderseite gibt es dann hier oben noch eine 13-Megapixel-Frontkamera. Die aufmerksamen Wisser oder die Insider wissen, ja, das ist quasi im Kern das Setup vom 7a. Da hat sich jetzt rein vom Kamerasensor nicht viel getan. Eins kann ich vorweg sagen, die Unterschiede zu den großen Modellen der Kamera sind wirklich marginal, wenn man jetzt mal die optischen Zoom-Fähigkeiten des Pro-Modells außen vor lässt. Genau, jetzt sind wir beim Lieferumfang. Ja, wie es jetzt mittlerweile bei einigen Herstellern gang und gäbe ist, ein Netzteil liegt nicht mit bei. Es liegt aber immer ein Ladekabel USB Typ C auf C mit bei. Es liegt ein USB Typ C auf USB A Adapter mit bei. SIM-Nadel, um den SIM-Karten-Slot herauszunehmen. Der Speicher ist nicht erweiterbar. Es gibt 128 GB bzw. 256 GB.
Ja, natürlich noch die Google Cloud-Lösung. Ansonsten eine Display-Schutzfolie und Co. oder irgendeine Hülle liegt nicht mit bei. Alternativ könnt ihr natürlich aber die Hüllen auch dazu kaufen. Ja, blau mit blau schmückt die Sau, sagt man immer. Ich habe die jetzt nicht drauf gemacht. Normalerweise trage ich aber auch immer eine Hülle. Genau. Bei den Anschlüssen können wir uns auch relativ kurz halten. Ein USB-Typ-C-Port ist vorhanden. 3.2, Generation 2 in dem Fall. Wir haben hier quasi dann Lautsprecher. Auf der oberen Seite haben wir auch einen Lautsprecher. Und letztendlich bis auf den SIM-Karten-Slot ist hier nichts weiter dran. Die Lautsprecherverteilung ist hier unten so ein Zweidrittel, hier oben ein Drittel in etwa. Das heißt, der obere Lautsprecher ist ein bisschen leiser. Und ansonsten gibt es noch eine eSIM-Anbindung, beziehungsweise wir haben WLAN 6E und Bluetooth 5.3. GPS wird natürlich auch unterstützt. Ja, weil ich gerade schon angesprochen habe, telefonieren kann man damit natürlich auch. Wer keinen 5G-Vertrag hat, kann natürlich auch normale LTE 4G-SIM-Karten einlegen. eSIM wird, wie gesagt, auch unterstützt. Ansonsten von der Gesprächsqualität, Verbindung gab es keine Probleme. Liegt ja eigentlich auch immer mit an eurem Provider und an der Region, an der Örtlichkeit, wo ihr euch befindet. Bei uns hier im Land ist, naja, manchmal der Fang trotzdem scheiße, auch wenn wir Telekom haben. Da ändert das Telefon auch kaum was. Ja, das Entsperren erfolgt per Fingerabdrucksensor. Oder wenn ihr wollt, auch per Face Unlock. Tatsächlich ist es bei Google auch so, wenn ihr das Gesicht einmesst, müsst ihr nicht nur die Kamera vor die Nase halten, sondern müsst tatsächlich auch mal hoch und auch mal links gucken. Also ein bisschen wie bei Apple. Das heißt, hier wird mehr die Tiefe des Gesichts mitgenommen. Bei den meisten Entsperrfunktionen, bei normalen Smartphones ist es halt einfach so, ja, ein blankes 2D-Bild. Google ist dann einen Schritt weiter. Funktioniert beides gut. Wenn das Licht natürlich wenig ist, dann hilft die Frontkamera auch nicht. Der Fingerabdrucksensor hat aber ja, eine sehr hohe Lesbarkeit. Also da gibt es kaum Probleme mit dem Entsperren. Das macht richtig Spaß. Das Display selbst, ich habe schon gesagt, 6,1 Zoll groß, ist ein OLED-Panel, so wie man es auch kennt, mit 120 Hertz Bildwiederholrate. Die Auflösung liegt hier bei 2400 x 1080 Bilder. Das Ganze ist hier mit Gorilla Glass 3 geschützt. Also jetzt auch nicht auf dem Stand wie das 8 oder 8 Pro. Und es ist im 20:9 Format, wenn das vielleicht für euch noch wichtig ist. Ansonsten die Spitzenhelligkeit mit HDR-Content kann tatsächlich so 2000 Nits erreichen. Also es ist schon sehr hell an Spitzenpunkten, nicht das gesamte Display, sondern nur an Spots, die ja so hell werden können. Die Durchschnittshelligkeit oder die höchste normale Helligkeit liegt dann immerhin bei 1400 Nits. Das bedeutet, im Außenbereich bei voller Sonneneinstrahlung habt ihr hiermit auch kein Problem, könnt ihr alles gut ablesen. Das Google-System brauche ich euch, glaube ich, wahrscheinlich nicht vorstellen. Android 14 wird hier ausgeliefert. Ein Update gab es natürlich auch. Mit den 120 Hertz bedient sich das Ding natürlich super flüssig. Da gibt es keine Probleme. Und ist egal, was ihr jetzt hier aufmacht. In den meisten Fällen geht das auch immer alles relativ schnell. Kommt immer ein bisschen mit auf die App drauf an. Und das ist, ja, letztendlich haben wir ja den gleichen Prozessor wie die beiden großen Modelle. Und das macht keinen Unterschied. Und von daher ist die Performance dann eigentlich auch identisch. So, Android 14 haben wir da. Und da haben wir auch den Sicherheitsupdate vom 5. Mai 2024 und das System-Update vom Google Play Store liegt beim 1. Oktober 2023. Da hängt man immer ein bisschen hinterher. Aber Google hat ein 7-Jahres-Update-Versprechen. Das wird mit Sicherheit auch so durchgeführt. Kann ich natürlich nicht sagen, weil in die Glaskugel kann ich nicht gucken. Ansonsten ist es halt hier das ganz normale System. Beim Display kann ich natürlich auch die 120 Hertz einstellen. Tatsächlich habe ich es die ganze Zeit nicht angehabt und es ist mir irgendwie nicht aufgefallen. Vielleicht sieht man so jetzt den leicht ruckeligen Aufbau. Und wenn ich die 120 Hertz einsetze, dann sieht das ein bisschen flotter aus. Genau, den Nachtmodus, das dunkle Design, könnt ihr natürlich auch wegmachen. Dann sieht man schön nochmal die dicken Ränder. Ich mache das mal wieder rückgängig. Ansonsten Touch-Gesten oder halt mit Tasten könnt ihr alles einstellen. Ja, ich glaube, das kann man sich hier sparen. Das kennt man halt alles. So, dann kommen wir zu den Systemtests. Also ein Update kam natürlich zu dem Gerät. 189 MB, hat ein paar Kleinigkeiten verändert. Dann haben wir Digital Wide Management, Wideband Level L1. Das bedeutet Amazon Prime Video, Netflix, Disney Plus, WoW und wie sie alle heißen, könnt ihr in Full HD streamen. HDR Support ist auch mit am Start. Und ansonsten haben wir hier das Kamera API Level. Hier haben wir dann noch die Lese- und Schreibraten. Also wie gesagt, 8 GB Arbeitsspeicher haben wir. LPDDR 5X Arbeitsspeicher ist es. Das sieht man dann hier unten. Da haben wir dann so an die 6,5 GB pro Sekunde, beziehungsweise maximal mit knapp 20 GB. Das schwankt ja mal ein bisschen. Und die Lese- und Schreibraten des UFS 3.1 Speichers liegt beim Schreiben lieber da so bei 280 MB und beim Lesen sogar bei 1,5 7 GB, also extrem schnell. Da kann man jetzt nicht meckern. Ja, mit dem Dualband WLAN 6E gibt es auch keine Probleme. Wir haben eine 100.000er Leitung, die wird halt komplett ausgereizt. 4K-Streams könnt ihr theoretisch auch durchführen, gibt es auch keine Probleme. Also vom WLAN her absolut keine Probleme. Dann haben wir den Prozessor, wie gesagt, den Google Tensor G3, 2,9 GHz. Und ein M2-Sicherheitschip ist ja von Google da nochmal so ein bisschen überarbeitet worden. 1,1 Millionen Punkte beim ersten Test und beim zweiten waren es dann nur noch 881.000. Da sind wir noch auf Snapdragon 888 Niveau runtergefallen. Und
Die anderen Benchmarks sehen wir hier. Die habe ich dann aber immer mit einer bisschen Pause gemacht, damit der Prozess auch wieder ein bisschen abkühlt, denn das ist ein kleiner Hitzkopf. Ich habe es vorhin schon gezeigt, wir haben jetzt hier irgendwie nur noch 58% der Leistung, CPU-Stresstest, 15 Minuten, 100%ige Auslastung. Es ist ein Testszenario. Ich betone das nochmal, es ist ein Testszenario. Das hat nichts mit einer realen Nutzung zu tun. Kaum eine App, die es im Android Store gibt, lastet euer System zu 100% aus. Dann würde das so aussehen. Habt ihr aber Spiele am Start, so Genshin Impact und Co., die sind irgendwie mit 40, 50, 60% CPU- und GPU-Auslastung am Start. Das bedeutet, der Prozessor muss da gar nicht so viel dann tun oder irgendwie auch nicht so hart runterdrosseln. Wir haben eine leichte Abwärme auf der Rückseite, die fällt gar nicht ins Gewicht. Auf der Vorderseite, auf dem Display ist es ein bisschen mehr. Das kann aber auch durchaus passieren, dass im Alltag euch auffällt, dass das Gerät irgendwie wärmer ist als normal. Das passiert mir beim Pixel 8 Pro auch ständig irgendwie. Das habe ich in der Hosentasche und hole das raus und denke mir so, Mann, warum ist das so warm? Ich habe doch gar nichts damit gemacht. Das ist hier beim Pixel 8a auch der Fall. Liegt halt einfach daran, der Prozessor ist in allen drei Geräten identisch. Also da gibt es halt auch keine Ausnahmen. Also was das Drosseln angeht, sind die anderen beiden Geräte da auf einem ähnlichen Level, nicht ganz bei 58%, aber teilweise bei 60, 65% Restleistung. Ist halt bei den anderen beiden auch nicht wirklich besser. Habt das vorhin extra mal durchgetestet. Was die Performance angeht, ja, dann könnt ihr eigentlich alles mit zocken. Ich habe jetzt hier Genshin Impact gespielt mit vollen Details, Anti-Aliasing, 60 Bilder pro Sekunde. Mit einer kurzen Gedenksekunde läuft das Ding dann auch einfach flüssig. Dann könnt ihr da von A nach B durchspringen oder schwimmen oder sonst sowas. Genauso mit KX Street, das scheint jetzt mittlerweile ein bisschen angepasst worden zu sein. Auch das läuft mittlerweile sehr gut in vollen Details. Und ich kann halt auch das Ding einfach zum Zocken benutzen. Also letztendlich mit der Leistung ist das möglich. Wer, wie gesagt, das System auslastet, wird immer merken, okay, es wird ein bisschen wärmer. Von der Drosselung werdet ihr aber höchstwahrscheinlich gar nichts mitbekommen. Ja, eines der Fokuspunkte beim Google Pixel Smartphone, ob 8a, 8 oder 8 Pro, ist die Kamera. Und die kann performen. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Wir haben zwar nur einen 64-Megapixel-Sensor und halt, wie gesagt, den 13-Megapixel-Weitwinkelsensor. Optischen Zoom haben wir nicht. Aber Videos können natürlich ganz normal in 4K mit 60 Bilder aufgezeichnet werden. Wollt ihr Weitwinkel aufzeichnen, müsst ihr dann auf 30 reduzieren. Oder wenn ihr quasi mit 60 Bilder filmen wollt, dann halt in Full HD mit Weitwinkel. Dann funktioniert das auch. Ansonsten, wie gesagt, könnt ihr ganz normal Schwenks durchführen. Ihr könnt Videos aufnehmen, ihr habt die Zeitlupe mit am Start, ihr habt Zeitraffer und habt natürlich auch ein paar Einstellungen. Und da sieht man das dann mal zum Beispiel, beziehungsweise bei den Bildern haben wir auch hier nochmal ein paar Einstellungen, automatisch und so weiter und so fort. Also das kennt man irgendwie alles. Ne? Ein bisschen manuell anpassen könnt ihr das auch. Da hat sich nicht viel geändert. Wenn ihr Bilder gemacht habt, dieses Telefon unterstützt natürlich auch die KI-AI-Erweiterung, um Personen zu entfernen, um den besten Schnappschuss zu machen. Wenn ihr eine Gruppe seid und alle Grimassen nacheinander ziehen, könnt ihr dann halt quasi, wenn ihr mehrere Serienbilder hintereinander gemacht habt, jeweils ein Gesicht auswählen und sagen, das sieht jetzt gut aus, so will ich das. Und dann sieht man das meistens auch nicht. Wenn ihr das im Detail nochmal sehen wollt, was diese KI alles kann, schaut gerne in das Pixel 8 8 Pro Video rein. Dort bin ich da ein bisschen detaillierter drauf eingegangen. Ich will es hier nochmal mit ansprechen, dass das Pixel 8a sozusagen dort nicht irgendwie großartig schlechter dasteht. Es gibt auch noch ein paar Features, die den beiden anderen Geräten bevorzugt werden. Ja, das ist halt quasi das Einstiegspixel. Aber was die Kamera-Performance angeht, ist die wirklich astrein. Ja, kommen wir zu den Bildern. Einfach kurz mal rangezoomt. Die Farbwiedergabe ist relativ neutral bzw. passt zu dem, wie man das auch aufgezeichnet hat. Wenn man mit der Lupe untersuchen würde, dann würde man sehen, okay, dieser Kasten hier ist ein bisschen heller als im Original gewesen. Wir blenden auch neben den Displayaufnahmen jetzt auch natürlich nochmal die Originalbilder mit ein. Da seht ihr auch den Unterschied, dass die Aufnahme hier auf dem Smartphone, auf dem Display mit der Kamera nicht ganz gleich ist. Aber ihr könnt hier auch relativ nah rangehen und habt halt schöne Details. Da kannst du einfach wirklich aus dem Handgelenk einfach mal ein Bild machen. Wir haben schöne Farben, schöne Kontraste. Die dunklen Bereiche passen eigentlich auch. Wenn es mal zu dunkel ist, dann kann es mal zu einem Grundrauschen im Bild kommen. Aber grundsätzlich ist das wirklich eine Kamera wie das 8 oder 8 Pro. Einfach rausholen, knipsen und wieder einstecken. Und selbst die Weitwinkelaufnahmen können schon mit überzeugen. Der Himmel ist nicht überlichtet oder ausgebrannt. Wir haben relativ wenig Verzerrung am Rand. Natürlich, irgendwo im Detail sehen wir dann, dass da ein Grundrauschen drin ist, dass da das dann nicht mehr ganz so scharf ist wie in der Originalaufnahme mit der Hauptkamera. Grundsätzlich passt das. Und wir haben halt nochmal den Zweifach-Digital-Zoom. Der ist natürlich nicht Creme de la Creme und kann mit dem 5er vom Pro-Modell natürlich nicht mithalten. Aber der liefert auch so weit ab. Die
Die Porträtfunktion klappt genauso, ne? Ob ich jetzt ein bisschen links gucke oder ein bisschen dahin gucke oder ein bisschen dorthin gucke. Da sieht man auch den Unterschied zwischen Porträtmodus, der Abtrennung zwischen Vorder- und Hintergrund. Man sieht die natürliche Hautfarbe, so sehe ich tatsächlich auch aus. Und ich muss sagen, hier liefert Google einfach wieder ab. Und ich glaube, in diesem Preissegment um die 500 Euro rasiert das Pixel 8a einfach alles weg. Und da kann ich hier durch die Bilder durchgehen und mir das angucken, ob nur Weitwinkel oder die normale Aufnahme mit dem Digizoom, die sehen richtig gut aus. Hier haben wir ein Video mit 4K 60, ist aber Digitalzoom gerade. Das ist die normale Optik. Einmal aufspringen, es ist ja stabilisiert. Autofokus funktioniert schnell, aber doch ein bisschen zurückhalten. Oh, ansonsten können wir digital reinzoomen. Und nochmal noch fünffach, aber das lohnt sich dann nicht mehr. In 4K und 30 Bilder pro Sekunde kann ich auch mit Weitwinkel aufzeichnen. Allerdings in Full mit 60 macht es dann irgendwie wahrscheinlich mehr Sinn, weil es dann halt einfach geschmeidiger läuft. Nachfokus haben wir nicht, gibt ja quasi keine Makrokamera. Das Ganze ist natürlich auch stabilisiert, bin gerade aufgesprungen. Und ansonsten können wir hier nochmal reinzoomen. Also wenn ich über einen Weitwinkel gucke, dann funktioniert schon. Okay. Ihr habt gerade gesehen, die Videoaufnahmen, ich muss sagen, ja, kann man nicht meckern. Schade ist natürlich, dass im Weitwinkelmodus nicht mit 4K 60 gefilmt werden kann. Ja, ist ein kleines Defizit eines etwas günstigeren Smartphones, aber die Videoqualität 4K 60 mit der Hauptkamera sieht wirklich gut aus. Und wenn ich dann weiter ranzoome, dann höre ich auch, dass zum Beispiel eigentlich in der Tiefe des Videos dann sozusagen der Ton aufgenommen werden will. Deswegen klinge ich dann in dem Moment dann immer ein bisschen dumpfer und ein bisschen weiter weg. Ja, bei der Frontkamera sieht es eigentlich auch so aus. Wie gesagt, ein 13-Megapixel-Sensor kann natürlich mit der Hauptkamera nicht mithalten, grundsätzlich, aber liefert auch die soweit gut ab. Da kann man jetzt auch nicht wirklich meckern. Kamera mit 4K und 30 Bilder. Schnell weg, hier sind nämlich die Mücken im Wald. Kurz mal aufgesprungen. Das stabilisiert sich wahrscheinlich jetzt eher über meine Arme. Sieht aber natürlich wieder vernünftig aus. Himmel ist auch nicht überbelichtet. Also da kann man nicht meckern. Na, Google liefert schon. Gleiches gilt dann quasi für die 4K-Aufnahme der Frontkamera. Ihr habt es gerade gesehen mit 30 Bildern. Zwar nur, aber leicht stabilisiert. Vernünftige Bildschärfe. Da kann man das eigentlich nicht meckern. Wenn man natürlich jetzt ransucht, sieht man, okay, der hat Tränensäcke und der sieht ganz schön alt aus, aber grundsätzlich fehlt es hier dann ein bisschen an Schärfe. Das ist halt nur eine Frontkamera. Wenn ihr bessere Bilder wollt, müsst ihr halt die Hauptkamera nehmen. So, Nachtaufnahmen, das ist auch mal ganz spannend. Eine normale Aufnahme und dann quasi die Nachtaufnahme und dann sieht man schon, ja, da wird das Bild erhellt, das Grundrauschen wird ein bisschen entfernt. Die Auslösezeit lag jetzt hier so bei 2 Sekunden, das ist beim Pro-Modell auch so. Wir haben auch hier immer so ein bisschen die Bildvorschau, das heißt, hier werden mehrere Bilder abgeknipst und man kann sich theoretisch im Nachhinein dann eigentlich das beste Bild davon aussuchen. Das ist quasi, ja, wenn es dunkel ist bei mir im Kinoraum, dann der Nachtmodus dazu, da sieht man, wie das Bild tatsächlich aufgehellt wird, also sehr gut sogar. Das ist dann, wenn es tatsächlich sehr dunkel ist, ne, dann sieht man von meinen Terminator-Köpfen noch die LEDs. Und wenn ich dann den Nachtmodus anmache, dann kommt das bei raus. Und ich packe mal zum Vergleich dazu kurz das Pixel 8 Pro daneben. Wir zoomen mal in beiden Fällen ran. So, und dann sehen wir eigentlich, auf der Kamera seht ihr wahrscheinlich gar nicht so viele Unterschiede, außer dass das Pixel 8a ein bisschen dunkler ist, ein bisschen weniger Details hat und das Pixel 8 Pro zum Beispiel hier am Terminator Genesis Schriftlogo ein bisschen mehr rot erkennbar macht. Ansonsten ist das aber schon auf einem sehr guten Level mit minimalen Unterschieden. Wenn man bedenkt, dass das Pixel 8 Pro zum Anfang irgendwie 1200 Euro gekostet hat und das hier bei 549 Euro liegt, ich glaube, jetzt erkennt man dann auch, ne, wie gut die Kamera hier performen kann. Ich beschränke das auch jetzt wirklich nur auf diese zwei Bilder mal im Vergleich, aber ich will damit halt sagen, ja, die Pixel 8 Kamera, die kann was und das muss ich auch einfach so sagen. Die rasiert richtig gut, alles weg, neutrale, vernünftige Bilder, genauso wie ich sie halt vor den Augen habe. Vielleicht mal hier und da ein Hauch, die Farben etwas anders, aber nur Nuancen. Und diese übersättigten Farben, wie sie ganz viele Hersteller machen, ob es Xiaomi ist, ob es Samsung ist, das haben wir hier nicht. Es sieht wirklich vernünftig aus, so wie ich das abknipse und mit einer vernünftigen Videoqualität. Also ich muss sagen, gefällt mir richtig gut und in dem Preissegment richtig geile Kamera. Ja, kommen wir zum Akku. Wie gesagt, er misst mittlerweile 4492 mAh, kann mit 18 Watt geladen werden oder induktiv mit 7,5 Watt. In beiden Fällen dauert es weit über 2 Stunden, bis der Akku wieder voll geladen ist. Mit dieser Kapazität, der Displaygröße und der hohen Helligkeit ist es aber so, dass ihr mit dem Smartphone einen Tag gut schafft. Für ganz wenig Nutzer ist vielleicht auch mehr drin. Wer aber ein bisschen öfters mal spielt, der wird wahrscheinlich auch, oder wenn er einen Tag hat, wo er das Telefon mal wirklich rege braucht oder benutzen muss, weil er viele Fotos macht, weil er viele Videos macht, weil ihr unterwegs seid, ja, dann kommt er nicht am Tagesende an, sondern ihr müsst wahrscheinlich zwischenladen. Und das ist dann halt der Punkt mit dem, mit der Akkukapazität und dem Schnellladen mit 18 Watt. Wie gesagt, dauert 2 Stunden. Zwischenladen, 1 Stunde habt ihr die Hälfte. Also mal so ein paar Minuten nachladen, wie bei anderen Telefonen, die mit 30, also das Pixel 8 Pro schafft dann irgendwie so knapp
22, 27, 28 Watt, da ist man ja noch ein Stück schneller. Da kann man mal eine Viertelstunde laden und dann hat man auch wieder etliche Prozente. Hier ist es dann halt irgendwie nicht so viel. Es ist auch so ein bisschen kurios, denn das fällt mir beim Pixel 8 Pro auch immer auf. Es gibt ja so ein intelligentes Batteriemanagement. Ja, ein Tag habt ihr irgendwie am Tagesende, geht mir so manchmal noch 50% im Akku über. Also beim Pixel 8 Pro ist ja auch ein bisschen größer, muss man auch dazu sagen. Habe ich noch ein bisschen was über und an einem anderen Tag komme ich dann abends so irgendwie um 20 Uhr schon an der Steckdose an und habe eigentlich nicht großartig was anderes gemacht. Und das ist auch hier so ein Phänomen, dass mal der eine Tag oder die eine Woche hier mit dem Akku einfach ein bisschen besser läuft, ihr abends vielleicht noch 10%, 20%, 30% habt und nächsten Tag kommt ihr 19 Uhr, 20 Uhr nach Hause oder wann auch immer und müsst schon eine Steckdose. Also das ist immer noch sehr durchwachsen, was das angeht. Ich hoffe, dass das mit der 9er Generation ein bisschen besser wird. Schade ist dahingegen, beim Pixel 8 Pro, was vor 8-9 Monaten rauskam, hat sich nicht die Akkulaufzeit wirklich signifikant verändert und das Ganze spiegelt sich dann hier auch irgendwo wieder. Ist ein bisschen schade. Gerade weil es ein bisschen kleiner, kompakter ist, wäre das ja irgendwie vielleicht nachzuvollziehen, wenn der Akku auch ein bisschen länger halten würde. Stattdessen hat man ihn halt wieder ein bisschen kleiner gemacht. Das ist ja irgendwie auch blöd. Also 5000 mAh sollten schon Standard sein plus Schnellladen. Das wäre sehr geil. Das Google Pixel 8a hat einen schwierigen Start. Nicht, weil es schlecht ist, weil es eine schlechte Kamera hat, hat es ja auch nicht, oder weil die Performance nicht besser ist als bei anderen Smartphones oder weil die Abwärme immer noch ein bisschen zu hoch ist, sondern einfach, weil das Pixel 8 für gerade mal 10 Euro mehr den Besitzer wechselt und einfach ein bisschen im Kamerasetup besser ist, einen etwas größeren Akku hat, minimal großes Display, die Glasrückseite wertiger wirkt und noch ein paar andere Features hat, was das Kamera-KI-Gedöns angeht und weil die Geräte halt einfach schon 8 Monate draußen sind. Und dann kommt jetzt mit Verspätung das Pixel 8a mit gleicher Hardware, mit eigentlich auch den gleichen Fehlern oder Problemen, was die Abwärme angeht, beziehungsweise die Drosselung des Prozessors, wenn man das wirklich ausreizt. Im Alltag ist es halt weniger das Problem. Hat auch mit dem Akku genauso die Schwierigkeiten wie alle beiden anderen Geräte. Da hat sich softwaretechnisch oder hardwaretechnisch halt nichts verändert. Was ja gut ist, dass wir den Tensor G3-Chip in beiden großen Geräten haben und auch hier in dem kleinen Modell. Der Nachteil ist halt, dass es nicht der effizienteste Chipsatz ist und man halt bestimmte Probleme einfach hat. Also siehe Akku. Wenn das Gerät jetzt einfach ein paar Mal günstiger wäre, so 50, 70, 100, vielleicht für 369 Euro wie das Pixel 7a, was am Anfang 509 gekostet hat, dann wäre das wahrscheinlich ein Gerät, wo man sagt, okay, ich würde jetzt zum Pixel greifen, aber aktuell ist es halt so, ich kann ja auch das 8er für einen 10er mehr nehmen und habe dann einfach auch mehr davon. Speichererweiterung habt ihr bei gar keinem Gerät. Ihr müsst irgendwann entweder eine große Version kaufen oder per USB-Datenträger irgendwie Daten sichern oder die Google Cloud nehmen und im Zweifelsfall zur Not dann auch irgendwas zubuchen. Machen Apple-Nutzer ja auch. Die zahlen dafür ja auch ganz gerne mal ein paar Mark, wenn der Speicher voll ist. Also zumindest macht das mein Kollege Daniel so, weil er da irgendwie von den letzten 10 Jahren seine ganzen Bilder drauf hat. Kann da in der Google Cloud natürlich genauso passieren. Was mir dahingegen aber nicht so gefällt, ist halt tatsächlich die starken Rundungen des Gehäuses. Die sind grundsätzlich nicht schlecht, weil es haptisch gut in der Hand liegt, aber diese altbacken, dicken Ränder, die es beim Pixel 7a letztes Jahr nicht gab. Und im Vergleich zum 8er sind die Ränder wesentlich dünner und schicker. Und ich weiß nicht, warum man hier so einen Schritt zurück macht. Und das ist auch ein ganz großer Kritikpunkt bei den meisten gewesen. Einerseits der Preis, das Display, keine großartigen Verbesserungen im Vergleich zu den 8ern bzw. zum Vorgänger, macht schwierig. Also hier muss man wirklich sagen, wenn der Preis stimmt, wenn er nach unten gegangen ist, könnt ihr zuschlagen. Ansonsten greift einfach zum Pixel 8, weil das in vielen Punkten einfach ein Hauch besser ist und halt irgendwie einen marginalen Aufpreis braucht, hat. Zehner, irgendwie so. Ich bin durch, bin verwirrt. Ich glaube, ich beende das Video jetzt. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen helfen können bei der Auswahl eures Smartphones, wenn es aus dem Pixel-Universum sein soll. Ihr dürft gerne natürlich schildern, wie ihr mit den Pixel-Geräten zurande kommt. Ich nutze das Pixel 8 Pro seit Release, seit 8-9 Monaten, bin immer noch sehr zufrieden, bis auf manchmal den Akku. Software-Updates, alles da, soweit funktioniert auch alles, da gibt es keine Probleme, keine Abstürze, nichts. Und wenn Startesgeräte einmal kurz neu und dann ist auch Ruhe im Karton, das funktioniert. Jetzt seid ihr gefragt, ansonsten, wie gesagt, Links in der Videobeschreibung zu unserer Webseite findet ihr natürlich auch den Link, also auch zu unserer App für iOS und Android. Und ansonsten haut mal Feedback rein, ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet. Bis denn dann, ciao.